seinen Kinostreifen spielt er gern den überdrehten Partykarten. Jetzt ist US-Schauspieler Vince Vaughn, 48, auch privat übers Ziel hinausgeschossen. Der Familienvater wurde Sonntag gegen 12.30 Uhr südlich von Los Angeles verhaftet. Er hatte betrunken am Steuer gesessen, berichtet die US-Webseite TMZ. Die Polizei veröffentlichte nun seinen sogenannten Mugshot, ein Verbrecherfoto, das auf der Wache geschossen wird. Auf dem Bild kann Vaughn sich ein leichtes Grinsen nicht verkneifen. Vaughn war mit einem Kumpel unterwegs, als sie in die Polizeikontrolle gerieten. Beide zeigten sich unkooperativ und weigerten sich, aus dem Fahrzeug auszusteigen. Daraufhin wurden sie festgenommen. Vaughn wegen Trunkenheit am Steuer und Behinderung eines Beamten, seine Begleitung wegen Trinken in der Öffentlichkeit. Nach wenigen Stunden kamen sie wieder frei, da beide eine Kaution hinterlegten, die Höhe ist unbekannt. Vaughn ist vor allem durch Komödien wie Die Hochzeitskrascher und Trennung mit Hindernissen bekannt geworden. Der Ex-Freund von Jennifer Aniston, 49, ist seit 2010 mit der kanadischen Immobilienmaklerin Kyla Weber verheiratet, sie haben zwei Kinder. Mehr Promi-News gibt's auf Bild Facebook. Jetzt folgen.